Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. Ja, hallo liebe KiCad-Nutzer. Der Karl-Heinz, Kanalabonnent, hat mir hier freundlicherweise mal sein Projekt zugeschickt. Und zwar hatte er Probleme, dieses Projekt an den Leiterplattenhersteller hochzuladen. Also er hat aus diesem Projekt hier die Gerber-Files erzeugt und konnte die dann eben nicht hochladen an den Platinenhersteller. Und wenn wir uns jetzt hier dieses Projekt anschauen, tolle Sache, sehr schöne Platine meiner Meinung nach und alles sauber hier gut angeordnet. Wir können auch mal hier den DRC-Check laufen lassen. Ich starte den mal. Wir sehen also hier null Fehler. Eigentlich kann hier nichts mehr schief gehen. Auch die Gerber-Files, die mir der Karl-Heinz freundlicherweise ebenfalls mitgeschickt hatte, waren alle soweit nach der Anleitung vom Hersteller erzeugt, also in dem Fall keine Fehler gemacht. Trotzdem gab es dann eben Probleme beim Upload auf die Webseite des Herstellers. Und der Fehler liegt im Prinzip daran, wir sehen es einmal hier, das ist das Original oder der Original-Projektordner, den mir der Karl-Heinz hier freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und wir sehen einmal hier ein Umlaut drin und wir sehen hier Leerzeichen und den Punkt. Oder zwei Leerzeichen und diesen Punkt vielmehr. Und da lag der Fehler. Der ja, asiatische Hersteller hat da ein bisschen Probleme damit, eben solche Projektnamen zu verarbeiten mit diesem Punkt Leerzeichen und eben auch hier mit so einem Umlaut. Wobei die Umlaute mittlerweile nicht mehr ganz so das Problem sind, weil die meisten Betriebssysteme auch UTF-8 können und da sind die Umlaute mit drin. Aber eben hier mit diesem Punkt Unterstrich, da gibt es scheinbar dann doch noch das eine oder andere Problem. Deshalb der Hinweis hier von mir, ihr seht es auch hier bei meiner Bezeichnung von meinen Projekten, ich verwende hier maximal den einen Unterstrich und oder hier den Bindestrich und Umlaute, wie hier oben hier beim 2 Meter Vorverstärker, schreibe ich dann eben hier das Ä als AE oder OE oder ÜE. Vermeidet also bitte solche Sonderzeichen wie Punkte und Leerzeichen, das kann also zu Problemen führen. Unterstrich, Bindestrich sollten kein Problem sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß mit KiCad und tschüss bis zum nächsten Mal.